Sodele, moin und herzlich willkommen, Lena, und zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge Survival Fountain of Youth. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, was soll ich sagen? Letzte Folge haben wir ja gerade so irgendwie unsere Krankheiten und so weiter da behandeln können, ne? Wie ihr schon geschrieben habt, am besten gar nicht erst Aua machen, ne? Das wäre das allerbeste. Ich möchte heute Folgendes machen. Und zwar, wir sollen ja da irgendwie auf den Berg. Das schiebe ich erstmal nach hinten. Ich möchte jetzt erstmal zusehen, dass wir hier irgendwie eine kleine Hütte hinkriegen, wo wenigstens eine Ecke zu ist, dass, falls es regnet, wir geschützt sind und trocken sind, ja? Und dann seht ihr unten links die Statusleiste. Wir müssen Essen finden. Wir müssen unser Leben hochpushen. Wir müssen Essen finden. Das Beste war echt die Schildkröte. Was läuft da? Keine Ahnung, ob wir da nochmal eine finden. Da hinten laufen irgendwelche Tiere. Ich hoffe, das sind keine Wölfe oder so. Weil dann sind wir direkt wieder tot, ne? Ich kenne mich ja. So, da flitzt irgendwas rum. Da oben läuft auch was rum. Oh Mann, ey. Super. Da hinten waren die blöden Geier und alles, ne? Die kreisen da rum. Ja, wo finden wir Schildkröten? Das ist jetzt die große Frage hier, ne? Schildkröten. Energie und hast du nicht gesehen? Es wird lustig. Es wird lustig. Das können wir schon mal einsammeln. Kokosnüsse bringen auch ein bisschen was. Das wissen wir ja jetzt. So. Kann man da eigentlich wieder bauen hier? Wenn wir das hier fertig haben. Oder ich würde gerne mal eine Wand bauen. Wie war das hier? Baumenü. UC. Herstellung. Da haben wir nichts, ne? Nee. Gebäude. So, Räuchersignal brauche ich nicht. Ich will eine Wand. Einfach nur eine Wand. So, sowas hier. Das will ich haben. Platzieren. Genau. Rüstet das Hammerwerkzeug aus. Okay. Wo haben wir das denn? C, Inventar. Ach, der muss ausgerüstet werden. So rum. Herstellen. Gebäude. Wand. Wand mit Fenster haben wir noch nicht. Dann muss das erstmal so reichen. Wow, geht das schnell. Ja, darf ich die jetzt hier bauen? Was ist hier 3? Warum steht da 3? Fundament. Ah, da könnte ich das aufwerten. Da war ja auch noch was, ne? So, ich versuch's noch einmal. Warum habe ich jetzt keine Wand hier? Ich will hier platzieren. So, wie drehe ich die hiermit? Hier rum ist mir, glaube ich, egal. Stell hin, stell hin. Stell hin. Stell hin. So. Können wir da schon mal auch noch ein Dach machen? Am besten einfach sowas hier. Boden. Platzieren. Stell hin. Stell hin. Stell hin. Geht der da auch schon dran? Geht er. So. Dann hätten wir nämlich schon mal so eine Ecke hier frei, wo das Ganze zu ist. Wir brauchen zwar unendlich viel Zeugs dafür. Ich will immer links drücken. Dann wäre das so zu. Da kann auch schon eine hin. So. Dann könnt ihr ja da auch noch... Das ist ja alles jetzt erstmal nur die Blaupausen hingestellt. Da ist ja noch nichts gebaut, ne? So. Wo war's? Das Dach war hier. Das kann dann da auch noch drauf. Bitteschön. Das bleibt offen. Aber dann wäre das hier schon mal alles zu. Und wir wären ein bisschen geschützt. Weil das will ich so als Ausgangspunkt nehmen. Wenn ich nicht runterfalle. So, Steinschneider kann wieder hier hin. Jawohl. Ist hier irgendwas drin? Nein. Wo finden wir jetzt eine, noch eine Schildkröte? Ist das ein Huhn, ne? Das ist ein Huhn. Können wir die auch fangen und züchten? Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Das würde ich feiern. So, aber ich will jetzt mal probieren. Mich hier. Ist das ein Schwein? Ist das ein Schwein? Ja, das haut ab. Das haut ab. Das will nichts von uns. So, wir haben es ja auf ganz leicht gemacht, ne? Auf ganz leicht. So, und da ist nichts drin. Da müssen schon Kokosnüsse dran sein, damit wir hier Dings, ne? Datteln, okay. Alles auswählen. Ernten. Gut zu wissen. Neue Baupläne. Können wir die direkt essen? Können wir die so essen? Kann ich. Bring ein klein bisschen. Aber hey,
Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Gut zu wissen. Ist zwar überhaupt nicht meins Datteln, aber glaub mal, wenn du auf so einer Insel hier sitzt, du isst alles, wenn du Hunger hast. Du isst alles. Ah, haben wir Datteln gefunden. Ja, nice. Hallo, Schwein. Okay. Reicht wohl nicht. Aber wir haben es einmal getroffen. Vielleicht verblutet es ja. Naja, da hinten rennen die Hühner rum. Ich glaube, wir brauchen auch noch einen Bogen. Können wir einen Bogen bauen? Was ist denn neu hier? Getrocknete Datteln, okay. Aus einer Verletzung 1%. Nee, lass mal. Getrocknete Pilze, gebratenes Fleisch, gebratenes Kurzohrfuchs, das kennen wir ja. Fisch, wir müssten auch unbedingt mal, Fernkampf, hölzerne Pfeile. Aber Bogen? Bogen haben wir noch nicht, ne? Steinspitzhacke, Steinhammer, verbesserte Axt, Feder und Tinte. Nee, ich sehe hier keinen Bogen. Nirgends. Holzschaufel, Kokosnuss, Mörser, okay. Bogenspindel. Vielleicht eine Falle. Platzieren. So, die großen Steine, die hatten wir ja schon. Können wir die irgendwie bei uns hier platzieren? Wir setzen jetzt mal hin, das probieren wir jetzt mal aus. So, ich platziere die mal hier, bitteschön. Interaktion. 4 Stöcke und einen so einen großen Stein. Der große Stein flog da hinten rum. Die haben wir doch hier irgendwo rausgeschmissen, ne? Irgendwo haben wir die rausgeschmissen, die großen Steine. Müssen wir mal gucken. So. Die Frage ist, wo? Sind hier vielleicht noch ein paar Datteln? Aber ich muss sagen, Hunger hat der Typ verdammt schnell. Der erste Kommentar heute kommt übrigens vom Erklärbär. Der schreibt, im Statusmenü kannst du sehen, welche Auswirkungen Verletzungen und Krankheiten haben. Die Grippe war unter anderem dafür verantwortlich, dass du ständig essen musst. Verletzungen und Krankheiten loszuwerden bzw. sich besser gleich gar nichts einzufangen, sollte oberste Prio haben in diesem Game. Gut zu wissen, danke dafür. Das sind schon wieder die Vögel. So, also so ähnlich wie Green Hell, ne? Bloß nichts einfangen. Denn das kann ganz, ganz schnell deinen Tod bedeuten, wa? Guck, da oben kreisen schon die Geier. So, das ist auch wieder Palme. Alles normale Palmen hier. Sind das hier Datteln? Nein. Ich weiß halt nicht, ob man sich an die Hühner anschleichen kann. Und mit dem Speer werfen oder so. Ha. Das ist halt hier die Frage, ne? Nur so kleine Palmen für Blätter und so weiter. Würde halt gerne mal noch ein paar Datteln finden. Sieht aber schlecht aus. Und ich weiß nicht, ob die uns wieder angreifen. Vor allem, was passiert, wenn wir tot sind? Spawnen wir einfach wieder oder ist Ende? Wenn Ende wäre, wäre echt kacke. So, weil das reizt mich schon hier. Ich will hier weiterkommen, du. Ich will mir eine richtig, richtig schöne Butze hier auf der Insel bauen. Und nach Möglichkeit halt den jungen Brunnen da finden. Hast du nicht gesehen? Dankeschön. Allbei. Er ist hier schon wieder am Rumschreien. Warum greift der mich an? Wenn ich mal fragen darf. Wollt ihr von mir? Ja, genau, du. Hau ab. Okay, also die sind nicht gut zu sprechen auf uns. Lassen wir die mal in Ruhe. Oder auch nicht. Was wollt ihr von mir? Ja. 4 Schaden durch das Tier genommen. Ja, das ist ja gut. Na toll. Komm her. Da kommt er wieder hier. Schutzkampfbomber hier, ey. Was soll denn das? Geh weg. Angry Adler, ey. Oh, schade, okay, die haben mehr Leben, ne? Ich dachte, die könnten wir easy wegmachen. Hätten was zu essen. Ah, ist hier was im Wasser? Muscheln sind halt wieder da, aber... Ja, ne? Kokosnuss.
Jetzt bin ich überladen. Deswegen bin ich so langsam. Saufen wir hier auch noch. Bitte nicht. So, mach mal was draus. Fallen lassen, fallen lassen. Nein, auf keinen Fall. Komm mal raus hier. So, warum geht das denn? Alter. Eine Kokosnuss überladen, ne? So, Soul Defender schreibt, ein kleiner Tipp, wenn du angegriffen wirst, leuchtet der Gegner rot auf. Da einfach rechte Maustaste nutzen zum Abwehren. Okay. So, aber natürlich nicht mit dem Ding hier, ne? Warte. Ah, verstehe. Interessant, das kann ich werfen, das Ding. Vielleicht kriegen wir damit ja Hühnchen. Ja, was habe ich für Probleme hier? Die hier, die würde ich halt gerne herstellen. Kokosnuss, ne? Herstellen. So, dankeschön. Wenigstens ein bisschen. Essen, das, da kriegen wir ein bisschen Leben wieder dazu. Das ist echt hart. Dass du so schnell... Müssen wir die ganzen Muscheln herstellen, ne? 5 Stück herstellen. Zack, essbar, grundlegende Funktionen, Wiederherstellung von 8 Nahrung und 4 Wasser, Chance auf Verdauungsstörung, 8%. Will ich das? Magenschmerzen ist eingetreten, na toll. Aber es ist ja noch grün, ne? Oder? Dem Tod nahe, stimmt doch gar nicht. Gesagt. Ach, hier. Wasser des Lebens, was haben wir hier? Magenschmerzen, minus 1,8 pro Stunde, Wasser minus 8. Behandlung von Verdauungsstörungen. Aber das haben wir doch noch. Also, wenn ich das so sehe, die Muscheln sollten wir nur im allergrößten Notfall nehmen, ne? Oder? So, die lassen wir mal in Ruhe. Was liegt da? Ach, die Reste von der Schildkröte. Ich wollte gerade sagen, So, was brauchen wir denn hierfür, um da zu bauen? Weil ich sehe es ja, ne? Aber... Ich auch mal tauschen. Machen wir mal den hier. So, E-Interaktion. Was war... Ach. Baumeister-Werkzeugkasten. Die waren das ja und die konnten wir nicht, ne? Herstellung. Baumeister, Baumstammkarren. Die hier, was braucht man dafür? Gewöhnlicher Baumstamm. Sägehaltbarkeit, Schreinereiwerkbank. Alter, Chance auf. Warum braucht man denn dafür eine Schreinereibank? Da war ja was, ne? So, und die haben wir noch gar nicht gefunden. Da müssen wir Seile finden. Zum Gegenstand. Das heißt, wir müssten irgendwie jetzt doch dahin kommen, ne? Charakter, was ist hier? Ne, da unten ist was, ne? Herstellung. Verkürzt. Das ist ja schon mal gut. Ressourcenkarte haben wir noch keine. Inventar. Was ich mich noch frage, wo ist hier mein, wie heißt es? Wo ist hier das Fernrohr? Wie benutze ich das? Ein Haus bauen. Ich habe damit begonnen, ein Haus zu bauen. Wenn ich das Haus fertigstelle und mich mit Decken und Wänden umgebe, werde ich besseren Schutz vor dem Wetter haben. Ja, das werden wir. Irgendwann einmal. Was wieder das Huhn? Mich dahin? Okay, das war voll daneben. Die Falle wollten wir auch fertig kriegen. Da kommen wir irgendwie auch nicht zu, weil jetzt auf einmal kein Stein mehr da ist. Großer. Hier mal auf der anderen Seite gucken. Mir ist egal. So, die müssen wir fertig kriegen. Durch Nest ist abgeklungen. Ja. War schon wieder eine Muschel. Die will ich nicht. Keine Muscheln diesmal. So, wir sollen ja irgendwie da hoch, ne?
Ich habe nur keinen Bock, dass uns dann die Adler wieder angreifen. Das wäre echt bäh. Hat er den großen Stein hingeworfen? Der war hier irgendwo, ne? Irgendwo hier lag der. Da hinten haben wir die beide hingeschmissen. Siehst du? Da liegen sie noch. Wusste ich's doch. Echt jetzt? Davon bin ich direkt überladen. Wir haben doch nichts dabei. Noch 21 Palmenblätter. Warum haben wir so viele Palmenblätter dabei? Da müssen wir mal auf Seite legen bei uns. So. Reicht das? Bitteschön. Ich komme euch gleich holen. Wir müssen gerade den Stein wegbringen. Müde sind wir auch schon wieder. Hunger haben wir. Durst ist in Ordnung. Leben, okay. So, Cat schreibt, Moin Edo und Freunde. Tja, zu spät gedrückt und futsch war mein Kommi. Interessantes Spiel, bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, das mit den Steinen nervt total ab, wenn überall Haufen liegen und aber keine Steine drumherum sind. Dafür gibt es Muscheln wie Sand am Strand, selbst weg vom Strand. Aber freue mich auf weitere Folgen und sage danke fürs Spielen. Immer gerne, immer gerne. So, kann ich den jetzt schon da reinpacken hier? Wäre sehr hilfreich. Ressourcen hinzufügen, jawohl. Jetzt fehlen nur noch die vier kleinen Stöcke. So, wie haben wir die nochmal gemacht? Herstellen. Mal gucken hier. Kiste aus kleinen Stöcken. Nee, da mussten wir hier irgendwie fällen. Oder an den Dornen haben wir das gemacht, ne? Was ist hier? Kriegen wir da Stöcke raus? Stumpf, geh ausreißen. Können wir nicht. Mit Hilfe einer Schaufel. Okay, wir haben keine Schaufel. Dann gehen wir nochmal hinten gucken. Da waren ja ganz viele Dornen hier. Du hältst die Klappe und verpisst dich. Hinter uns auch noch hinterher, oder was? So, siehst du, hier war ja alles voll, ne? Genau, guck. So. Jawohl, wird in 17 Tagen erneuert. Na toll. So, hier auch. Alles auswählen. 8 Stück. Ernten. Jawohl. Dann können wir die nämlich hinten bei uns draufpacken. Und dann müssten wir die Falle fertig haben. Vielleicht fangen wir irgendwas. Wir probieren einfach aus. So, alles ist besser, als hier rumzustehen und nichts zu tun. Weil der Tag neigt sich eh schon wieder dem Ende. Hä? Nein. So, Ressourcen platzieren. Bauen. Stunde. Köder nicht festgestellt. Was muss denn da rein? Voraussetzung Würmer. Wo kriegen wir denn Würmer her? Was will der? Schlangenschwanz. Agutisköder. Was ist das hier? Verdorbenes Essen. Hasenköder. Verdorbenes Essen. Gut, haben wir davon eins? Platzieren. Haben wir nicht. Verdorbenes Essen? Haben wir auch nicht. Okay. Gut, wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Ohne Köder. Nicht wahr? Nicht wahr? So ist das. So, wen haben wir denn da noch? Chiller Chris, der schreibt, Salzwasser interagieren zum Angeln, denke ich. Meinst du? Sollen wir mal ausprobieren? Ach, hier hin? Nein. Kann ich aber nirgendwo hier reinpacken. So, wir konnten ja nur hinten an dem Pinöpel da angeln. Aber Salzwasserinteraktion. Behälter zum Tausch auswählen. Ah, das ist bestimmt, da können wir später. Stillt den Durst nicht. Ja, genau. Da können wir bestimmt später mit einem Eimer oder so Wasser rausholen und destillieren. Kleiner Schnitt ist abgeklungen. Sehr gut. So, das hier ist triefende Nase, ne? Medizin nehmen. Okay, das haben wir. Magenschmerzen auch noch. Medizin. Will ich das jetzt wirklich? Wenn wir morgen wieder aufwachen, dann sind wir wieder am Verhungern. Wir kennen es. Aber es wird auch dunkel. Das lohnt sich nicht, jetzt wieder in die Richtung zu gehen. Und dann kommen wieder die blöden Adler. Was wir machen könnten, wenn es hell ist, wir könnten nochmal in den Dschungel gehen und gucken, ob wir mit dem Messer hier so eine Schlange abgeworfen kriegen.
Das wäre praktisch. Ob wir die damit killen oder ob die uns dann beißt, wir vergiftet sind und tot sind. Wovon ich mal eher ausgehe, ne? Eigentlich müssten wir auch wieder zurück und unser Floß holen, ey. Aktuelles Wetter, klar. Na, das ist ja gut. So, verwende mal. Triefende Nase ist abgeklungen. Sehr gut. Das gefällt mir. So, ein Behälter, sind noch Steine. Da ist noch ein Brotleib. Den kann ich ja auch essen. Die Experte. Essen, essen. Da ist noch der Seeigel drin, weißt du? Diesen Bovist, alles voll mit irgendeinem Esszeug. Obsidiansäge. Skorpionkadaver. Okay. Stück Yatoba-Harz. Mhm. So, pass mal auf. 10 Stunden schlafen. Gucken, was das bringt. Wir sind klatschnass, haben Hunger. Und dödem. Super. So. Regen, das ist nicht gut. Gefällt mir nicht. Sonnenbrand haben wir auch. Tabakkompresse, okay. Chance auf Verschlimmerung 28%, was? Okay, Verbrennung kann schlimmer werden, wenn sie unbehandelt bleibt. Wie wir schon alles da oben haben, ey. Aber wenigstens haben wir was gegen die Magenschmerzen und gegen die triefende Nase getan. Die jetzt gleich wahrscheinlich direkt wiederkommt, weil wir hier wie so ein begossener Pudel im Nassen stehen, ne? Was haben wir denn, wenn ich fragen darf? 69, 59, 100, 74. Wir wissen, wie viel Uhr wir haben. So, herstellen. Kaviar, geht noch nicht. Dafür brauche ich auch noch einen Seestern, wa? Kann am Strand gefunden werden. Super. Können wir ihn doch nochmal wieder zurückräumen hier, weil brauchen wir nicht. So, weg. Feuer brauche ich nicht anmachen. Das geht eh direkt wieder aus bei dem Wetter. Die Frage ist jetzt, wird's hell, wird's dunkel? Ich meine, wir haben ja 10 Stunden geschlafen. Wir gehen jetzt hier so eine Schlange suchen und gucken mal. Ich fürchte, wir müssen da hoch. Was wir nochmal gerade machen könnten, wäre Einstellungen, Tastenbelegung. Ich will jetzt wissen, wo dieses verdammte Fernrohr ist. Wir haben das ja aufgehoben, aber können nichts machen. Herstellen, Karte, Ziel, Aktion, Waffe ablegen, Waffe, 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 Waffe. Alles nur Waffe. Keine Ahnung. Also, wenn jemand weiß, wie das mit dem Fernrohr funktioniert oder wo das hin ist, wir haben es ja aufgehoben. Hier zum Berg. J. Ja, genau. Blick vom Berg. Verfolgung stoppen. Nein, auf keinen Fall. Das Fernrohr wird mir helfen, mich auf der Insel der Hoffnung umzusehen. Ich sollte zum Observatorium der Einheimischen gehen, am besten tagsüber und bei gutem Wetter, sonst kann ich nichts sehen. Es muss einen Weg hinauf in die Berge geben. Irgendwie waren die Einheimischen in der Lage, dort sehr hochgelegene Stellen zu erreichen. Ja, toll. Also irgendwo da oben. Lass uns wieder die Dingens angreifen, wa? Die Adler, ne? So, wir sind hier lang gegangen. Alter, ist das am Schütten. Ist das am Schütten? Igitt. Ist das hier ein großer Stein? Natürlich ist das ein großer Stein. Was auch sonst. Wenigstens sehen wir was. Wir brauchen wieder was zu essen langsam. Wieder halb leer. Hm. Alles, wo bist du? Sehe nix. Lass ihn mal. Mann, 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 ey. Überall nur diese Kackhunde, ne? Überall. So, aufpassen, Vorsicht. Alles auswählen, ernten. Jawohl. Wie sieht's aus? Gewicht 18,8 von 18,9. Dödum. Ressource für komplexere Herstellung kann als Angelköder verwendet werden, kann bei Paradiesvogelpflanzen... Aha! Aha! Kann als Angelköder verwendet werden. Interessant. Die müssen wir mal behalten. Das musst du halt alles wissen, ne? So, vorsichtig nach vorne. Gucken. Mahagonibaum. Jetzt nicht. Hm. Ja. Was ist das hier? Breites Blatt.
Bringt das was? Hinzugefügt breites Blatt. Nein, bringt nichts hier. Aber ja, nichts. Ah, dieses Wetter. Henrik hat zwei Kommentare geschrieben. Und zwar... hi ho, Ede und Edenauten. Ede, hast schon probiert, die Angel auszurüsten wie den Hammer. Ansonsten schickes Spiel, ähnelt Stranded Deep. Gruß und weiter so, Henrik. PS, okay, Angel hat sich erledigt. Nee, ich gehe mal davon aus, man kann wirklich nur an dem Punkt da hinten angeln. Und ich glaube, wir finden ja auch keine Spinne. Keine Spinne, sage ich schon, keine Schlange. Deswegen marschieren wir jetzt mal wieder dahin und gucken, dass wir die komischen Blumen da als Köder benutzen können. Weil ihr seht ja unseren Dingens, unser Essensanzeige da unten. Die muss voll werden. Wir brauchen Fische, die wir grillen können. Aber von mir aus auch roh essen als Sushi. Aber wir brauchen was zu essen. Es geht nicht anders. Ja. Und auf dem Weg dahin können wir nochmal gerade zu Hause vorbei und ein paar Sachen in die Kiste schmeißen. Da müssen wir auch gucken. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Entweder stelle ich mich selten dämlich an oder ja, das dauert ein bisschen. Wir müssen die Geschichte hier weiterspielen, damit wir an diese komische Werkbank kommen, wo wir dann die Teile bauen können, für die Wände und Decke zu bauen, ne? Das wäre ja schon mal was, weil bei so einem Wetter hier setzen wir uns dann in die Hütte und lassen es uns gut gehen, bevor wir hier draußen rumlaufen oder halt im Freien stehen und klatschnass werden. Das wäre ja Blödsinn. Mann, 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 Mann. So. Wieder ein Huhn? Ja, da ist ein Huhn, aber es haut schon wieder ab. Kann ich nochmal eine Schildkröte vorbeikommen? Das würde ich jetzt feiern. So, guck mal, die Blätter können da rein, das kann da rein. Die müssen wir überhalten, das waren ja die Köder, ne? Die Salbeiblumen können da rein, die Kamillenblumen. So, die komische Popelaxt, die wir haben. Also, auf geht's zum Angelspot. Bin ich mal gespannt. So, da haben wir noch einen Kommentar, wenn ich das richtig sehe, vom Juhal. Der schreibt, nur am Essen und Trinken, drei Schritte laufen, Ausdauer weg, ein negatives Event nach dem anderen. Warum spielt ihr sowas? Weil es Spaß macht. Das ist die Herausforderung. Wir wollen das schaffen. Oder vielmehr, ich will das schaffen. Und ich denke, alle, die zuschauen, die fiebern mit. Ja? Es ist ja mit Sicherheit kein Spiel, was extra so programmiert wurde. Weißt du, der Programm, ne, die Entwickler, die basteln das ja alles und sitzen dann in ihrem Studio, in ihrem Büro. Wir machen das nur, damit die das nicht schaffen, ja. Das ist nicht schaffbar, das Spiel, ne. Das macht ja keiner. So, deswegen. Zack, zack, herstellen. Dankeschön. So. Will ich versuchen, das zu schaffen. Das packt mich bei meinem Ehrgeiz. Genau, guck, Didi hat ja auch geantwortet. Weil wir Bock auf solche Spiele haben, warum kommentierst du? Ja, wahrscheinlich, weil Juhal Bock auf Kommentieren hat. Ich glaube, es wird dunkel, ne? Kann das sein? Soll das da das Observatorium sein, oder was? Oh Mann. Pass auf, und gleich haben wir keinen Fisch, sondern einen Hai an der Angel. Der Weg ist natürlich sehr weit, muss ich sagen. Ich hoffe, wir können uns später selber noch was zum Angeln bauen. So ein Plätzchen. Oder aber wir müssen umziehen hierhin oder so. Da sind nochmal Kokosnüsse. Könnte man auch mitnehmen, aber die bringen fast nur Durst, ne? Durst, Durst, Durst und noch mehr Durst. So, da oben war das, ne? War das da drauf oder da hinten drauf? Hallo Krabbe. Alter, flitzt die. Guck mal da. Du bist zu langsam. Keine Ausdauer mehr. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Unzureichende Haltbarkeit des Werkzeugs. Willst du mich verarschen? So, dann nehmen wir die mit. Mir doch egal. Die wird ja nicht schlecht. Der will mich echt verarschen hier. Die wollen uns trollen. So, lass mal fallen. Bupp, nehmen dich gleich mit.
Wie viel Haltbarkeit hat das Ding denn noch? Kann ich das irgendwie reparieren? Baupläne. Komisch. Angeln beginnen. Jawohl. Oh, wie schön. Route auswählen. Jawohl. Bis hier auswählen. 20%, damit 70%. Angeln beginnen. 30 Minuten. Der Fisch hat nichts angebissen. Fisch hat nicht angebissen. Wir haben den Fisch. Yeah. Schwarztupfen Süßlippe. So, die haben wir. Die haben wir. Es tut mir leid, Schildkröti. Aber ein voller Bauch ist wichtiger als eine lebende Schildkröte. So, das sagt man immer so schön, ne? Das ist die Frage. Könntet ihr das? Ich glaube ich nicht. Ja, wobei, man muss dazu noch sagen, das sagst du jetzt einfach so, ne? Weil du gehst in die Küche, machst einen Kühlschrank auf, da ist überall Essen. So? Ach, das kostet Ausdauer hier, weil die schwer ist. Guck, die geht runter. Gut zu wissen. So, war ich stehen geblieben? Genau. Ja. Du gehst einfach in den Kühlschrank und da ist das Essen, ne? Wenn du wirklich richtig Hunger hast und dir das selber besorgen musst, weil nichts da ist, dann, ja, überlegst du dir das zweimal, ne? Dann nimmst du auch so eine Schildkröte mit. Auch wenn es sich fies anhört. Also, man sieht's, wir sind nur auf Nahrungssuche hier. Nur auf Nahrungssuche. Und müssen unbedingt wieder einen neuen, Piekser machen, damit wir die hier zerlegen können. Aber jetzt will ich erstmal versuchen, den Fisch zu braten. Der Weg ist wirklich sehr weit, muss man sagen. Sehr, sehr weit. Da müssen wir was dran tun. Guck mal, da hinten ist die Hütte, ey. Da müssen wir noch 10-mal hier Pause machen. Und ich kann nicht mehr, ne? Das ist echt krass. Das ist echt krass. So, komm, wertvoll. Wacker, dunkel wird's auch wieder. Essen, trinken, Energie. Eieieiei. So. Nochmal die Bitte, wenn du weißt, wie wir diese Teile bauen, ja? Diese Bauarbeiterteile da, um die Wände zu bauen und so weiter. Dann schreib's in die Kommentare. Ich werde mich jetzt auch nochmal hinsetzen und nachlesen und gucken, wie man da rankommt, ja? Weil ich habe keine Lust, hier noch 10 Folgen rumzueiern und zu überlegen und zu gucken, wie wir denn da rankommen könnten, ne? So, das wird ja auf Dauer auch langweilig. La, 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 la. Ah. Ah. So. Sehr schön. Gleich sind wir da, gleich sind wir da, da, da. Oh Mann. War was? Nein. Ja, mal wieder Muscheln. Die will ich nicht mehr anrühren, die kannst behalten. Oh. Können wir denn schon... Ach, ausführen unmöglich, ich muss Gegenstände von meiner Schulter fallen lassen, okay. Gleich, wenn wir zu Hause sind, hier noch nicht. Die müssen wir wieder in die Hütte legen. Immerhin haben wir einen Fisch gefangen. Na, das ist ja auch was. IC, nix geht hier. Ich kann auch nicht mal ins Inventar gucken. Wenn die Schildkröte auf der Schulter ist. Krass. Das ist ja fies. Das ist fies. Oh Mann. Gibt's den Karren oder so? So, wenn wir 2 Fleisch von der haben, dann könnten wir 1 braten und das andere lassen wir mal vergammeln, um die Falle auszuprobieren. Was ist das denn? Was ist das? Verdorbenes Essen! Aha! Wie kommt das denn dahin? Na dann, pack mal hier rein. War das hier? Nein, hier, ne? Verdorbenes Essen.
Du hast eine gewisse Chance, einmal pro Tag ein Tier mit einer Falle zu fangen. Und warum darf ich das hier nicht reintun? Haben wir doch. Weil wir die noch nicht gesehen haben. Deswegen können wir die nicht jagen, oder was? Den haben wir schon mal gefangen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Wir müssen das Tier einmal fangen, damit wir es da reinpacken können, oder was? So, was haben wir jetzt hier in der Herstellung neu? Wenn ich fragen darf. Hier unten. Ressourcen. Langer Stock? Nee. Hier, Dünger. Um das Wachstum von Pflanzen auf der Farm zu beschleunigen, kann aus verdorbenen Lebensmitteln in der Kompostgrube hergestellt werden. Ja, super. Super, Kompostgrube haben wir auf jeden Fall schon, ne? Das ist der Schiffsreparatursatz. Halber Baumstamm, hohler Baumstamm, brauchen wir alles nicht im Moment. Stärke, Schaden im Nahkampf erhöht, Ausdauerverbrauch bei Sprinten verringert, okay. Sammeln, Dauer für Sammeln und Abbauen verringert, alles klar. So, kann ich das hier anmachen? Hilf Stunden, ach, ich muss ja wieder Dingens nehmen, ne? Den Hobbischer. Den müssen wir wieder hier reintun, ne? War der hier drin? Oder entzünden. Bumm. So. Lass mal gucken. Inventar. Wo ist mein Fisch hier? Da ist der Fisch. Fallen lassen. Lege ihn auf den Boden ab, um ihn zu zerlegen und wertvolle Ressourcen zu sammeln. So, E-Interaktion. Alles auswählen. Ernten. Unzureichende Haltbarkeit des Werkzeugs. Ich gehe kaputt, ey. Wie kann man das Ding denn reparieren? Kann ich das überhaupt reparieren? Fallen lassen, ablegen, schmeiß mich weg. So, tu mal hier rein. Haben wir noch einen Stein, dann machen wir eine neue. Raus mit dem Ding. Herstellung, Werkzeuge. Maschinen, genau, Maschinen. Auf jeden Fall Maschinen. Nahkampfwaffen. Primitive Fackel, yay. So, den hier herstellen. Dankeschön. Jetzt kann ich den hier nämlich auch machen. Alles auswählen. Rausholen. Den hier ernten. Dankeschön. So, jetzt kannst du den Fisch wieder rausschmeißen. Buff. Alles auswählen, ernten, jawohl, neuer Bauplan wurde freigeschaltet. Zack, was können wir jetzt hier machen? Bitteschön. Beide braten. Herstellen. Dankeschön. Herstellen. Jawohl. Da-dum. Level 1 kochen. Sehr gut. Nix. Nein. Fehlt nur noch die Krabbe. So, was machen wir denn mit dem alten Kaputten hier? Kann ich das da reintun? Das muss man ja auch irgendwie reparieren können. Oder kann man ihn nicht reparieren? Kann das verdorbene Essen auch mal da rein? Fischgräten kann bei Fischkadavern gesammelt werden. Die Frage ist, wofür brauchen wir die? Wofür brauchen wir die? Herstellung. Hier ist wieder irgendwas Neues. Ah, Fischgrätennadel. Zur Herstellung von Ausrüstung kann aus Fischgräten hergestellt werden. Hat geringe Effizienz, Basishaltbarkeit von 40. Dann stell mal her. So, es regnet schon wieder. Feuer aus, wir haben kein Dach. Genau das, was ich meinte, ne? So, Essen. 20. 40, 60, so. Super. Das ist halt ein bisschen... Ne? Man muss ja schneller an die kommen. Genau deswegen habe ich dich gerade gefragt, was das soll, ne? Ja, oder wie man das macht, so rum. So, also du hast doch nichts hier. Nein, wir könnten nur für ihn machen und er will unbedingt einen Schlangenschwanz haben. Es ist schon wieder dunkel, es regnet schon wieder. Kannst wieder 10 Stunden schlafen. Wenn wir das tun, werden wir wach, haben wieder Durst, Hunger und das war's. 9 Stunden. Bitteschön, mach mal. Oh, Gott sei Dank.
So, hey, ich gehe jetzt in die Richtung, das ist mir egal. Gucken wir mal. Irgendwo muss ja noch was sein, das gibt's doch nicht. Da war schon wieder die scheiß Geier. Vielleicht finden wir irgendwo mal eine Schlange. Was ist das hier? Oh, nice. Liegt einfach hier rum. Ja, sehr gut. Sehr gut. Wo kommt das denn her? Eine Feder. Herstellung. Fernkampfwaffen. Steinpfeile. Ja, das ist ja super, aber Bögen haben wir immer noch nicht, ne? Das ist der Boden. Ne. Voraussetzung ist immer dieses Baumeister-Werkzeugkasten. Die haben wir noch nicht. Spiegeleier. Hört sich gut an. Aber das ist ein Hund, ne? Das ist so ein Wolf. Weißt du was? Wir probieren das jetzt mal. Ja, wir sterben können wir nicht. Ja, komm mal her. Alter. Da-dam. Ich hab den Wolf gefangen. Oder Kojote oder was auch immer das sein soll. Sehr gut. Hat sich die Axt gelohnt. So. Und ihr habt gesehen, wenn ich rechts drücke, dann wirft er das Ding. Und blockt nichts. Aber das aller wichtigste ist jetzt wirklich, dass wir da mal die Quest weitermachen. Geht zum Berg und wir müssen sehen, wo und wie wir die, die Seiten hier bauen können, ne? Das ist das Allerwichtigste. Mal gucken, was da rauskommt. Bin gespannt. Wir haben jetzt wieder nichts mehr zu trinken. Essen haben wir, nur nichts mehr zu trinken. So, die kannst du mir mal geben. Dann wieder hier hin. Da ist ja nichts mehr drin. Gucken, wie wir da anlocken. Ist voll mit irgendeinem Zeug hier. So, E-Interaktion. Bitte alles nehmen. Oh, Schakal-Trophäe. Tierische Sehnen, rohes Fleisch. Ernten. Und schon wieder ist die Haltbarkeit unzureichend. Wir haben 15, minus 25 macht das. Das ist doch lächerlich, tut mir leid. Ich kann doch nicht für jedes Tier ein neues Messer nehmen, oder? Das kann es ja nicht sein. So, alles, wir haben nur das eine dabei. Dann bauen wir noch eins. Herstellung. Lalalala, wo sind sie hier? Steinschneider. Herstellen, bitteschön. So, das ist doch ein bisschen übertrieben, oder? 40. Guck. Ernten. Tierische Seen. Wieder was Neues. Da unten. Ressourcen. Hier. Seenfaden. Eine komplexere Herstellung. Okay. Also das ist echt komplex hier. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß. So. Die können weg. Der ist fast kaputt. Er ist fast kaputt. Was ist das hier? Das waren die Eier. Schakal-Trophäe. Kannst du auch erstmal hier reintun. Brauchen wir nicht. Das Fleisch, die Eier, die Nadel. Wir haben alles hier. Nur unsere Hütte, die ist noch nicht fertig. Da müssen wir dringendst was dran tun. Wobei, du wirst eh nass, wenn ich das hier so sehe. Das hält niemals im Leben. Naja. Naja. Also, wir sind schon besser geworden in der Nahrungsmittelproduktion, beziehungsweise im Jagen. Ich werde mich jetzt ransetzen und gucken, wie wir hier die Wände und die Decke bauen können. Wenn du es weißt, darfst du es gerne in die Kommentare schreiben. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.